Es gibt Krach um Hamburgs Flüchtlingspolitik. Der Streit um eine Gruppe Lampedusa-Flüchtlinge hat sich in den vergangenen Tagen zugespitzt. Fast täglich gibt es in der Stadt Proteste gegen Abschiebungen und für ein großzügig ausgelegtes Bleiberecht. Dem SPD-geführten Senat hatten linke Gruppen vor dieser Demo am Dienstag ein Ultimatum gesetzt. Polizeieinsätze wie dieser müssten abgebrochen werden. Seit einigen Tagen suchen Polizisten gezielt an Bahnhöfen und auf der Straße nach Lampedusa-Flüchtlingen wie Alex Al-Hassam. Er wurde in der Nähe des Hauptbahnhofs von Polizisten angehalten. Sie haben meine Dokumente genommen und mich zur Wache gebracht. Sie haben mich gefragt, wie lange ich schon in Deutschland bin. Ich soll jetzt hier hingehen, morgen. Ich weiß nicht, was ich dort machen soll. Das Ziel der Kontrollen: Die Stadt will jeden Fall der Lampedusa-Männer einzeln prüfen. Das wollen die Flüchtlinge unbedingt verhindern. Sie kämpfen seit Monaten für ein Bleiberecht als Gruppe, ohne Einzelfallprüfung. Auf dem Gelände der St. Pauli-Kirche müssen die Männer keine Polizisten fürchten. Die Beamten betreten das Grundstück nicht. Wer sich aber zum Kiosk an der Ecke wagt, muss mit einer Kontrolle rechnen. Ihnen werden Fingerabdrücke genommen, soweit ich weiß, Fotos gemacht. Und dann bekommt jeder einen Zettel, wo draufsteht, er solle sich in 14 Tagen melden bei der Ausländerbehörde. Und was dann folgt, ist eigentlich logisch. Es wird die Abschiebung sein. Viele Flüchtlinge verlassen das Kirchengelände deshalb im Moment nicht. Auch Kwaju hofft, so einer Abschiebung nach Italien zu entgehen. When we reach Italy now. Wenn wir jetzt nach Italien müssen, dann haben wir dort keine Bleibe, niemanden, keine Unterkunft. Die St. Pauli-Kirche wird die Männer weiter unterstützen. Essen, Isomatten, Schlafsäcke, alles ist mit Spenden finanziert. Die Stadt Hamburg will den Flüchtlingen nur dann helfen, wenn sie ihre Identität preisgeben.